Ihr hört jetzt Max und Moritz in der Neufassung von 2015. Max und Moritz, diese beiden, konnte wirklich niemand leiden. Sie gehörten zu den trägen, nichtsnutzigen, blöden Nervensägen. Anstatt fleißig zu studieren, wollten sie sich amüsieren. Sie wussten selbst nach einem Jahr noch nicht mal, wo die Uni war. Das merkte auch der Herr Papa und plötzlich war kein Geld mehr da. Die beiden, ach Herr Jemine, die brauchten eine Geschäftsidee. Der Moritz sprach, dann lass mal gucken, dass wir Visitenkarten drucken. In Hochglanz und mit Farbverlauf und schreibt da Max and Morris drauf. Wir werden jetzt richtig Kohle machen mit Consulting und so Sachen. Zuerst waren sie bei Witwe Bolte, bei der nicht recht der Rubel rollte. Ihre Hühner waren 30.000 und kein Hahn dabei. Es lebte dieses Federvieh in einer Legebatterie. Die Witwe machte kaum Gewinn und rief, ich schmeiß jetzt alles hin. Doch Max und Morris dachten nun, was kann man für die Witwe tun? Und ganz hurtig, 1, 2, 3, erfanden sie das Bio-Ei. Liebe Witwe, sprachen sie, viel Eier legt ihr Federvieh, doch diese Eier sind perfekt. Die sind so sauber wie geleckt. So ein Ei braucht eine kleine Macke, zum Beispiel ein Fleck Hühnerkacke. Dann wird's zum Bio-Ei erklärt und so ein Ei ist viel mehr wert. Und was den Kunden auch gut blendet, wenn man ein Federchen verwendet, das kommt in jede Packung rein. Ein Strohhalm darf es auch noch sein, der dann den schönen Schein erweckt, als wird das Ei im Nest entdeckt und sanft ins Körbchen dann gelegt, worin man es zum Markte trägt. Die Witwe hat's grad so gemacht, was ihr auch viel Profit gebracht. Und ihre Eier konnte man haufenweise in Bioläden kaufen. Die haben nur bei ihr bestellt. Seht, so macht man noch scheiße Geld. Dieses war der erste Coup, doch der zweite folgt im Nu. Als nächstes rief sie Lutz, der Bäcker. Seine Brötchen schmeckten lecker und sie haben gut geduftet, doch Lutz hat viel zu viel geschuftet. Ab 3 Uhr war er im Betrieb, wo er bis zum Abend blieb. Obwohl er so viel Teig gemischt, war sein Verdienst so gut wie nischt. Max und Morris dachten nun, was kann man für den Bäcker tun? Und ganz hurtig, 1, 2, 3, erfanden sie den Einheitsbrei. Und sie sagten, lieber Bäcker, Schluss jetzt mit dem Teiggeklecker, alles geht jetzt maschinell, das ist billig und auch schnell. Für jedes Brot von A bis Z, ob Sesam, Mohn oder Baguette, wird jetzt der gleiche Papp verwendet und der wird ins Geschäft gesendet. Dieses Brötchen einerlei backt die Verkäuferin nebenbei. Wir legen dafür mehr Gewicht auf Deko-Deckchen, sanftes Licht. So wurde der Laden aufgepimpt und siehe da, die Kasse stimmt. Lutz zieht nie mehr den Kittel an, denn Zeit und Geld hat jetzt der Mann. Nein, er zog nun kürzlich schick gekleidet in die Politik. Demnächst wird unser Bäcker Lutz Minister für Verbraucherschutz. Dieses war ihr zweiter Coup. Und viele kamen noch hinzu. Sie drehten wirklich jedermann Smoothies und Pizzaburger an. Ja, sie waren auch die Macher bei Carglass und bei Seitenbacher. Ob teure H2O-Tomaten, ob Schnitzel, die im Toaster braten, ob Bayern-München-Merchandise, sie verkauften jeden Scheiß. Sie machten, dass wir Hugos trinken und dabei nach Gilsander stinken. Dass wir an Müsli-Riegeln nagen und Jacken von Jack Wolfskin tragen. Dass wir an lila Kühe glauben und billig selbst zusammenschrauben. Das ist das Werk dieser Experten, die es verstehen, Ramsch aufzuwerten. Ganz locker, ohne unser Wissen, haben sie uns ins Gehirn geschissen. Und wann ist es denn wohl vorbei mit dieser Übeltäterei? Erst, wenn die grauen Zellen siegen. Oder wenn wir im Grabe liegen. Doch das wird gar kein schlechter Tag. Denn ich hab dann den schicksten Sarg. Dankeschön.